Klick, klick. Klick, klick, klick. Klick, klick, klick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls 3. Und ihr seht vielleicht, unten links ist jetzt ein Zauber angelegt. Und ich bin Ank und wir sind immer noch der nette Mann mit der netten Mütze, die irgendwie, ja, irgendwie doch so ein bisschen verstörend aussieht. Und wir versuchen immer noch hier an dieser Burg entlang nach oben irgendwo hinzukommen. Hey, geh weg. Na, fick dich. Und vor allen Dingen müssen wir uns gerade 10.000 Seelen wieder beschaffen. Die liegen irgendwo rum, wo ich gestorben bin. So, am Sterbeort anbekommen und die Mörder unseres habe ich auch schon zur Strecke gebracht. So, wir laufen jetzt mal ein bisschen vor diesen Selbstmordattentätern weg. Weil das muss ja nicht sein, dass sie sich hier unseretwegen in die Luft jagen. Auf! Pfui, böse aus. Böser, 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 böser Bengel. So. Auf. Schauen wir jetzt, was hier oben uns erwartet. So langsam müssen wir doch auch mal wieder an den Leuchtfeuer vorbeikommen oder sowas. Auf jeden Fall haben wir hier wieder eine super tolle riesige Tür. Yeah. Eine große blaue Tür. Hätte ich nur Leiter. Ich mag diese Tür nicht aufmachen. Ich habe Angst, dass dort böse Sachen auf uns lauern. Boah, du Gott! Wieso seid mir so viele? Hier. Yeah. Scheiß Priester wieder. Oh, Dolch. Nein! Oh, das wird nicht besser. Es wird einfach nicht besser. Wir müssen uns die Seelen jetzt holen einfach nur und dann machen wir doch mal ein paar Türen auf. So, fast wieder da, wo unsere Seelen jetzt liegen. Aber auch nur fast. So. So, dann müssen wir die Dame da vorne erstmal weglocken. Boah. Blutroter Moosklumpen, was kann das denn Tolles? Verringert Blutungszunahme. Perfekter Gegenstand für die Lady von heute. Oh, hi. Doch schon hier? Na komm, wir gehen wieder ein bisschen hier in die Sonne spielen. Ja, hab dich. Okay. Grabwächter-Doppelschwert, cool. Benutzen wir nur nicht sowas. Sieht aber irgendwie stylisch aus. So.
Mhm. So, heilen. Und dann liegt, glaube ich, unsere Leiche hier links auf der Treppe. Ja, das sieht gut aus. Das leuchtet grün. Ja, ihr macht mal, was ihr wollt. Ist mir sowas von egal. So, und hier hatten wir dann eine Tür. Wollen wir die Tür einfach mal aufmachen? Indem wir den hier getötet haben? Oder wollen wir lieber unten nochmal gucken, wo die dicke Frau ist? Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir jetzt machen. Ich habe Angst, wenn wir die Tür aufmachen, dass da irgendwas Böses drin ist. Komm, machen wir jetzt auf. Wir müssen ja nicht rein. Wir können ja reingucken, einfach nur von hier. Okay, umdrehen. Das ist eine fucking Kirche. Das ist eine fucking Kirche. Habe ich schon fucking Kirche gesagt? Kacke. Gut, versuchen wir doch mal die andere Richtung. Über 100 Leichen müssen wir gehen. Oh, guck mal da vorne. Dancen die Leichen noch ein bisschen rum. So, die Kleine drin machen wir jetzt nicht kalt. Genau, da haben wir da die dicke Frau. Wenn du dich selber umbringen willst, werde dich nicht aufhalten. Was ist das? Okay, es hat aufgehört. So, dicke Frau. Nein! Hör auf, hör auf. Hör bloß auf. Gott. Fick. Und Totenjäger-Amulett. Blockiert irgendwas bedingt. Toll. Das ist eine Sackgasse hier. Toll. Ganz großes Kino. Zwerg voraus? Sehnrichtzwerg. Okay, dann werden wir jetzt erstmal kurz unsere 22.000 Seelen ausgeben gehen. Wenn ich es denn zu einem Leuchtfeuer zurückschaffe.
Wisst ihr was, bevor wir zum Leuchtfeuer gehen, habe ich mich entschlossen, diese Tür aufzumachen. Oh. Lässt sich von dieser Seite hier nicht öffnen. Oh, hier haben wir noch so eine Messertante. Backstab, bitch. Hab dich. Das war eigentlich das größte Problem jetzt auf dem Rückweg. Okay, die Kirche müssen wir wirklich oben rein. Also müssen wir den Weg gleich nochmal komplett laufen. Naja. Lasset mich vorbei. Ich bin Arzt. Ich muss hier lang. Geh weg, Madenmann. Madenpenismann. Penismadenmann. Gepenister Madenmann, Mann. Penis. Get out of my way, bitches. Der Friedhof voller Schlampen. So. Wollen wir die Tür vielleicht mal aufmachen? Nein, die machen wir gleich auf, wenn wir unsere Punkte ausgegeben haben. Sonst machen wir die Tür jetzt auf, dann gehen wir da rein und sind tot. Ich sehe schon, komm. Nein. So. Machen wir die Tür mal auf. Machen wir die Tür mal auf. Oh Gott, bin ich gespannt. Uiuiui, ich ahne Böses. Vision von altes Liebchen. Und hier ist ein Dings drin. Okay. Vision von Ehepartner. Aha. Möchte hier jemand heiraten? Na, das Feuer hätte vielleicht ein wenig Stress erspart. Freude? Das verdienst du nicht. Was? Was? Lass sie von dieser Seite nicht öffnen, okay? Dann müssen wir wohl irgendwie hinten rum. Da war nämlich noch eine Tür, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay. Toll, lässt sich von hier nicht öffnen. Oh, da liegt noch was. Eine Stachelpeitsche. Gut, also müssen wir doch wieder hoch zur Kirche. Tolle Nummer. So, fast wieder an der Kirchentür oben angekommen. Sehr schön. So, lassen wir die Selbstmörder nochmal ein bisschen hinter uns herlaufen und sich selbst umbringen. Ja, das hat auch wunderbar funktioniert. Und wenn ich meine Charakterwerte so sehe, könnten wir schon wieder ein Level aufsteigen. Wenn wir sterben, verlieren wir so viele Seelen. Das ist immer so frustrierend. So, da rechts. Achso, hier war auch noch. Oh. Nein, 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 nein. Boah, das war voll knapp. Aber wir gucken mal, was hier hinten so ist. Was? Wieso noch einer?
Das war taktisch das Schloss, was wir hätten machen können. Okay, Ausdauer, Ausdauer. Bam! Verschwindet dieser. Gut, jetzt könnten wir definitiv ein Level aufsteigen, aber jetzt kümmern wir uns erstmal noch hier um die kleinen, das kleine Gesocks. Und ich hätte eigentlich gehofft, dass es hier oben irgendwo mal ein Leuchtfeuer gibt. Entspann dich, kleiner Mann. Das muss doch nicht sein. Oh, Blut. Toll. Das war's. Dann brauchen wir nie wieder in diese Ecke gehen. Nie wieder. So, ein Flakon noch. Und wir gehen jetzt hier in die fröhliche Kirche. Da ist irgendein komischer Matsch. Oh. Das ist groß. Ich will das nicht. Ich will nicht hier sein. Und was bist du? Weg. Du bist voll eklig. Schwarzes I-Kram. Nein. Nein. Guck mich nicht so rot leuchtend an. Okay. Ich sehe hier sonst nicht. Oh. Der Rock eines Diakons. Modisch. Ach nö, im Fahrstuhl. Ich habe die Ecke hier schon mal gesehen und da war das alles ein bisschen anders. Beim PewDiePie im Livestream. Oh, nach unten. Wo sind wir denn jetzt? War ich hier schon mal? Hallo? Wo sind wir? Ist das die Kirche? Ist das unsere kleine Kirche? Es ist unsere kleine Kirche! Yeah! Sehr gut. Leuchtfeuer. Gott, ist das schön. Hätte ich ja niemals mitgerechnet, dass wir... Boah. Endlich. So, erst noch mal eine Runde nach Hause jetten.